in dieser Folge von der Insel Wangerooge. Wir zeigen Ihnen einen Teil der Sehenswürdigkeiten der Insel. Unter anderem mit dabei der alte Leuchtturm, der Westturm sowie das Café Pudding. Weiterhin besuchen wir noch den Sandstrand von Wangerooge und erzählen etwas über die Inselbahn. Herzlich willkommen zur 29. Ausgabe von Unterwegs in Niedersachsen. In unserer ersten kleinen Nordseetour besuchen wir dieses Mal die Insel Wangerooge. Die kleine Insel mit etwa 900 Einwohnern ist in ihrer heutigen Erscheinungsform eine vom Menschen geformte Insel mit stabiler Lage und Form. Das ist auf die aufwendigen Inselschutzmaßnahmen zurückzuführen, die bereits Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen wurden. Ohne sie wäre die Insel wahrscheinlich in die Jadeströmung gewandert. Zur Insel kommt man nur über eine Fähre oder mit dem Flugzeug. Wir haben uns für die Fähre entschieden, die von Halesiel aus startet. In unserem ersten Beitrag zeigen wir Ihnen zunächst die Überfahrt zur Insel sowie die anschließende Fahrt mit der Inselbahn. Die Insel Wangerooge erreicht man vom Hafen aus Halesiel. Von hier fährt die Fähre, die von der Deutschen Bahn betrieben wird, bis zur Insel. Das 1985 erbaute Flaggschiff Wangerooge hat eine Kapazität von 754 Passagieren, ist 45 Meter lang und wird von Dieselmotoren mit 1080 kW Leistung angetrieben. Damit erreicht das Schiff eine Geschwindigkeit von fast 12 Knoten, was in etwa einer Geschwindigkeit von 22 km pro Stunde entspricht. Die Fährüberfahrt mit anschließender Fahrt in der Inselbahn auf Wangerooge dauert ca. 90 Minuten. Es gibt hier ein Kombi-Ticket, welches zum einen die Fährfahrt und zum anderen die Inselbahn beinhaltet. Man kann aber auch zum Beispiel nur die Fährfahrt buchen. Auf der Insel angekommen, steigen wir direkt im Hafen von der Fähre um in die Inselbahn. Von hier aus geht es in 15 Minuten vorbei an schon einigen Sehenswürdigkeiten der Insel auf die 4 Kilometer lange Reise zum Bahnhof Wangerooge. Thank you.
Von der Bahn aus können wir direkt den Westturm sehen. Es handelt sich hierbei um einen Signalturm, der 1932-1933 errichtet wurde. Er dient heute als Wahrzeichen und Wappensymbol der Wangerooges. Der Vorgänger, der genauso aussah, wurde zwischen 1597 und 1601 erbaut, aber leider am 24.12.1914 gesprengt, da man der Meinung war, dass der Turm feindlichen Schiffen als Orientierung dienen könnte. Nun sind wir auf der Insel angekommen. Während unseres Tagesausfluges hatten wir mit dem Wetter viel Glück und so konnten wir bei strahlendem Sonnenschein und leichtem Wind uns die Insel etwas näher anschauen. Das lag vermutlich daran, dass wir auch keine Fahrräder mitgenommen haben. Einen Teil der Sehenswürdigkeiten zeigen wir nun in unserem zweiten Beitrag. Wangerooge liegt im niedersächsischen Wattenmeer. Sie ist die östlichste der 7 bewohnten ostfriesischen Inseln und knapp 8 Quadratkilometer groß. Die Insel ist eine Einheitsgemeinde im Landkreis Friesland und hat heute rund 900 Einwohner. Wenn man Wangerooge mit der Inselbahn bereist, läuft man nach dem Aussteigen am Wangerooger Bahnhof direkt auf den alten Leuchtturm zu. Er wurde 1856 fertiggestellt und befand sich zu dieser Zeit am Ostende der Insel. 1969 wurde er vom neuen Leuchtturm abgelöst und dient seitdem als Aussichtspunkt. Heute befinden sich zusätzlich im Turm noch das Inselmuseum und ein Standesamt, in dem sich bis 2012 mittlerweile etwa 5000 Paare haben trauen lassen. Wir gehen nun die Cedeliusstraße ein wenig weiter und finden nach ein paar Metern auf der rechten Seite den Rosengarten. Hier kann man sich wunderbar entspannen und die Seele ein wenig baumeln lassen. Der Ort Wangerooge ist vollständig auf den Tourismus ausgelegt, aber auch Kuren können hier gemacht werden. So werden hier Erkrankungen der Atemwege, Herz- und Kreislaufstörungen sowie allergische Erkrankungen und Hautleiden therapiert. Eine Besonderheit des Inseldorfes ist das Café Pudding. An zentraler Stelle gelegen, gilt es als eines der Wahrzeichen der Insel. Es liegt auf einem runden Dünenhügel an der Strandpromenade. Auf der Düne wurde 1855 eine Barke als Seezeichen aufgestellt. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Hügel zu einem Bunker ausgebaut. Nach dem Krieg wurde er demilitarisiert und in den folgenden Jahrzehnten zu dem heutigen Café Pudding umgebaut. Hinter dem Café Pudding befindet sich auch direkt der Strand.
Wir befinden uns hier auf der Nordseite der Insel, an der sich dieser etwa 100 Meter breite und 3 Kilometer lange Sandstrand befindet. Trotz der Sicherungsmaßnahmen der Insel verliert der Sandstrand in Höhe des Inseldorfes regelmäßig große Mengen an Sand durch die Nordsee. Zum Ausgleich müssen diese Mengen jährlich durch das Heranfahren von Sand vom Ostende ersetzt werden, was sehr kostenintensiv ist und von der Kurverwaltung durchgeführt wird. Der Strand lädt aber auf jeden Fall zur Erholung ein. Und wer nicht nur im Strandkorb sitzen möchte, kann hier entweder auf der Strandpromenade oder direkt am Meer entlang wandern. Vom Dorf Grodendeich hat man eine wunderbare Aussicht auf die Südseite der Insel. Beginnend vom Westen, und zwar vom Westturm angefangen, kann man östlich bis zur unbewohnten Insel Minsener Oog schauen. Auf dieser Seite kann man dann auch Wattwanderungen mit ausgebildeten Führern unternehmen. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die kleine Inselbahn von Wangerooge. Es handelt sich hierbei um eine Schmalspurbahn mit einer Spurweite von 1000 mm und ist die einzige Schmalspurbahn, die direkt von der Deutschen Bahn betrieben wird. Die Inselbahn verfügt über 4 Diesellokomotiven mit 180 bis 280 PS, die in den 90er Jahren gebaut wurden. Weiterhin umfasst die Flotte 14 vierachsige Waggons mit jeweils 70 Sitzplätzen. Davon sind 2 Mehrzweckwagen mit Stellplätzen für Kinderwagen und Rollstühle. Für den Güterverkehr sind hier sogar noch 35 weitere Wagen unterschiedlichster Typen im Einsatz.
Nach den schönen Anblicken nehmen wir Sie nun wieder mit auf die Rückfahrt zum Festland. In unserem dritten Beitrag können Sie ein wenig unsere Aufnahmen genießen und zusätzlich werden wir noch einiges Interessantes zur Insel Wangerooge erzählen. Eine sehr interessante Geschichte Wangerooges ist die sogenannte Südostdrift. Wie auch die übrigen Inseln der ostfriesischen Inselkette verlagerte sich Wangerooge im Lauf der Jahrhunderte stetig durch den Einfluss von Wind- und Meeresströmungen. Wangerooge hat dabei die größten Form- und Lageveränderungen erlebt und gilt als die labilste der Inselkette. Diese Entwicklung ist anhand von historischen Karten nachvollziehbar, die seit etwa dem 17. Jahrhundert existieren. Es kam einerseits zu einer Südwanderung, die mit dem Festlandseinbruch der Halebucht im 14. Jahrhundert im Zusammenhang stand. Weit massiver war die West-Ost-Drift, die aus dem nach Osten gerichteten Gezeitenstrom und der nagenden Tätigkeit des Seegatts der Hale resultiert. Dadurch verlor die Insel zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert im Westen etwa 2 Kilometer Land und nahm im Osten etwa 4 Kilometer an Länge zu. Infolge der Verlagerung mussten im Laufe der Inselgeschichte Siedlungen immer wieder aufgegeben und nach Osten verlegt werden. 1586 zerstörte das Meer im Westen den alten Westturm der St. Nikolai-Kirche, dessen Spuren noch 1821 bei Niedrigwasser zu sehen waren. Danach entstand 1602 ein Turm, der damals noch im Osten der Insel stand. Er wurde im Laufe der Zeit wieder zum Westturm. Nun haben wir viel über die Insel erfahren und gesehen. Der Werbespruch von Wangerooge passt sehr gut. Erholung ist eine Insel. Und das sehen scheinbar viele Gäste von Wangerooge auch so. Im Sommer steigt die Zahl der Feriengäste nämlich auf ein Vielfaches der Einwohnerzahl an. Während der Hochsaison halten sich bis zu 10.000 Übernachtungsgäste sowie 2.000 weitere Tagesausflügler auf der Insel auf. Im Jahr kommen so rund 500.000 Übernachtungen zusammen. Ein Urlaub oder auch nur ein Ausflug zur Insel Wangerooge lohnt sich auf jeden Fall. Nun sind wir auch leider wieder am Ende unserer Folge angekommen. Wir hoffen, dass Ihnen diese Episode auch wieder gefallen hat und freuen uns natürlich, wenn Sie das Video weiterverbreiten. Wenn Sie immer über neue Folgen von uns automatisch informiert werden möchten, so abonnieren Sie doch einfach unseren YouTube-Kanal. Wir freuen uns sehr darüber. In unserer nächsten Folge und leider auch die letzte Folge unserer ersten kleinen Nordseetour geht es auf die Insel Baltrum. Wir freuen uns, Sie dann auch wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal bei Unterwegs in Niedersachsen.